Willkommen bei Schlesienjournal. Heute nehmen wir Sie mit auf eine Reise in die Vergangenheit, denn wir besuchen das Dokumentations- und Ausstellungszentrum der Deutschen in Polen mit Sitz in Oppeln. Dort treffen wir Bogna Peter, eine Mitarbeiterin des Zentrums, und sehen uns mit ihr die Dauerausstellung an. In dieser wird die Geschichte und Gegenwart der deutschen Minderheit in Polen präsentiert. Wir befinden uns im ersten Saal, im Erdgeschoss der Dauerausstellung, die im Dokumentations- und Ausstellungszentrum der Deutschen in Polen gezeigt wird. Die Inhalte also, die werden in zwei Sprachen gezeigt, auf Polnisch wie auf Deutsch. Und im Erdgeschoss beginnen wir mit dem Mittelalter, mit der Aufklärungszeit und mit der industriellen Zeit im 19. Jahrhundert. Unsere Zeitreise beginnt mit der Begegnung mit der Heiligen Hedwig. Die Heilige Hedwig, genannt auch als Patronin Schlesiens, begrüßt uns und symbolisch zeigt sie uns die Anfänge der Geschichte der Deutschen in Polen. Selbst sie ist aus Andex, aus Bayern gekommen, und mit ihr hat die Geschichte der Deutschen eigentlich, zumindest in unserer Ausstellung, die dann einzelne Faden der Geschichte zeigt, angefangen. Wir freuen uns über jegliche Inspirationen, die die Besichtigung unserer Ausstellung unseren Besuchern geben kann, damit sie vielleicht noch einmal zu uns kommen oder einfach auf eigene Faust anfangen, die Geschichte zu erforschen. Das freut uns am meisten. Es gibt in unserer Ausstellung einige Persönlichkeiten der Geschichte, die wir in Menschengröße darstellen in der Ausstellung. Eine von denen ist Eduard Pant, Abgeordneter der deutschen Minderheit im polnischen Sejm der Zwischenkriegszeit. Die Worte von Eduard Pant hier sind in Form eines multimedialen Zitats dargestellt. Legt man die Hand auf den Schreibtisch des Abgeordneten, dann kriegt man gezeigt das Zitat von ihm, der ungefähr so sagt: Wir kennen zwar unsere Pflichten, aber wir kämpfen auch um unsere Rechte. Und diese Worte des Abgeordneten Eduard Pant sind eigentlich auch heute in den Worten der heutigen Vertreter der deutschen Minderheit in Polen sichtbar. Den ersten Teil der Dauerausstellung, die hier dargestellt wird, schließt die dunkelste Periode der Geschichte der Deutschen in Polen ab. Und symbolisch wird diese Periode, also die Periode der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts und des Zweiten Weltkrieges, durch den Radiosender in Gleiwitz gezeigt. Dieser Kapitel, der dunkelste Kapitel der Geschichte, wie auch der dunkelste Teil unserer Ausstellung, wird nicht mal verschwiegen, wird nicht an die Seite gelassen, denn wir wissen und wir glauben, dass die Schicksale der Deutschen in Polen im Nachkriegspolen eigentlich die Konsequenzen dieser Zeit waren. Die ersten Konsequenzen des Zweiten Weltkrieges war die Flucht und Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus Polen. Und das zeigen wir als erstes hier in der Ausstellung. Viele unserer Besucher, wie wir sie auch anschauen bei der Erzählung, die fangen an in dieser mittelalterlichen Zeit. Sie lächeln sehr oft, wenn sie die Spiele spielen, die wir den Kindern anbieten. Die Erwachsenen spielen die auch gerne. Dann aber innerhalb der Zeit, innerhalb der Zeitreise, die wir hier quasi anbieten, ihre Gesichter ändern sich ganz rasch. Besonders hier, wenn sie die Treppe hochlaufen und dann das Schicksal der einfachen Menschen, der Zivilisten nach dem Zweiten Weltkrieg ansehen. Im
ersten Stock unserer Dauerausstellung wird die Geschichte vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis zur Gegenwart dargestellt. Einerseits ist das die Darstellung der einzelnen Kapitel der deutsch-polnischen Beziehungen. Das ist also der offizielle Teil der großen Geschichte, die in Geschichtsbüchern zu sehen, zu finden ist. Der zweite Teil dieser Dauerausstellung, hier, also dieses Teils der Dauerausstellung, sind einfach die Erzählungen, sind die Geschichten der einfachen Menschen, also der Zeitzeugen, die hier eingeladen wurden dazu, damit sie mit den Besuchen ihre kleinen Geschichten, die aber nicht weniger wichtig sind, erzählen. Das, was Besondere an unserer Ausstellung ist, sind die Erzählungen der Zeitzeugen. Das würde ich als Gästeführerin hier den Besuchern am besten empfehlen. Einfach den Menschen zu lauschen, ihren Geschichten zuzuhören. Zu unserer großen Aufgabe setzen wir uns auch den Versuch der Verständigung zwischen den Minderheitengruppen und zwischen der Mehrheitsgesellschaft, weil wir glauben, indem wir dann die Geschichte erzählen und auch über die aktuelle Tätigkeit erzählen, da helfen wir den Menschen, einfach Gegenwart besser zu verstehen. Das Dokumentations- und Ausstellungszentrum der Deutschen in Polen befindet sich in der Oppelner Spitalner Straße. Es ist von Montag bis Samstag zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet. Nach vorheriger Anmeldung gibt es auch Führungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Weitere Informationen zu der Ausstellung und den aktuellen Projekten finden Sie auf dem Facebook-Profil des Zentrums. Und nun die Infos im Schlesien-Journal. Am 19. Mai tagten 31 Delegierte des Verbandes Deutscher Gesellschaften bei der jährlichen Verbandsratssitzung auf dem St. Annaberg. Dabei wurde nicht nur das vergangene Jahr und die Initiativen des Verbandes sowie seine Mitgliedsorganisationen besprochen. Es wurde auch eine neue Mitgliedsorganisation aufgenommen, und zwar der Verein zur Dorferneuerung von Grodzisko in der Gemeinde Gruszt-Relitz. Dieser Verein ist Träger der dortigen Dorfschule. Unsere Schüler lernen seit September 2022 Deutsch als Minderheitensprache, aber auf einem höheren Niveau. Wir sind eine Schule mit dem zweisprachigen Unterricht, in der polnischen Sprache und in der Minderheitensprache. Und wir wollen die Sprache und die deutsche Kultur noch mehr fördern. Und dazu brauchen wir eine Dachorganisation, die uns bei dem hilft. Die deutsche Sprache war auch sonst bei der Verbandsratssitzung ein zentrales Thema. Die Delegierten diskutierten über eine Reihe von Bildungsprojekten, die die deutsche Sprache fördern sollen. Es wurde auch eine Resolution gegen die Kürzungen des Unterrichts von Deutsch als Minderheitensprache verabschiedet. Darüber hinaus stimmten die Delegierten auch für eine Resolution zu mehr Unterstützung für die Jugend sowie für die aktive Teilnahme an den kommenden Parlamentswahlen. Die deutsch-polnische Grenze in der Zwischenkriegszeit war das Thema einer wissenschaftlichen Konferenz auf dem St. Annaberg. Diese wurde Mitte Mai vom Verband Deutscher Gesellschaften und dem Forschungszentrum der deutschen Minderheit veranstaltet. Mit dabei waren Wissenschaftler aus Polen und Deutschland, die die deutsch-polnische Grenze in der Zwischenkriegszeit erforscht haben. Einige in Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum der deutschen Minderheit mit Sitz in Oppeln. Erstens ging es um die Grenze in Oberschlesien. Nach der Teilung Oberschlesiens sind mehrere tausend von Oberschlesien auf die andere Seite der Grenze gezogen. Das zweite Thema, das war die Grenze in Pommern. Und es ging mehr eigentlich nicht so viel um die Geschichte, aber mehr um die Spuren dieser Grenze. In der Architektur, aber auch in den Köpfen der Einwohner. Bei der Konferenz wurde die Geschichte aus der deutschen und polnischen Sicht präsentiert. Professor Dagmara Jajeśniak-Fast vom Zentrum für interdisziplinäre Polenstudien der Europa-Universität Wiadrina in Frankfurt an der Oder hat die Geschichte der deutsch-polnischen Grenze in einem Projekt mit ihren Studenten erforscht. Und dies nicht nur im Seminarraum, sondern auch im Rahmen einer Studienreise entlang der alten Grenze. Dabei haben sie die Geschichte auch in Gesprächen mit den Einwohnern der Grenzregion kennengelernt. Obwohl manchmal politische Ziele
ganz eindeutig eben in solche Schubladen die Menschen der Grenzgebiete definieren wollen. Wir haben damals festgestellt, es ist unmöglich. Das sind Menschen in between. Die haben mehrere Identitäten, die man nicht in eine Schublade stecken kann. Die Ergebnisse des Projekts wurden in dem Buch Die vergessene Grenze zusammengefasst. Die Konferenz auf dem St. Annaberg wurde vom Oppelner Marschallamt, dem Deutschen Konsulat in Oppeln und der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit finanziert. Die diesjährige Minderheitenwallfahrt zum St. Annaberg steht vor der Tür. Am Sonntag, den 4. Juni, ist es wieder soweit. Die Seelsorge für nationale und ethnische Minderheiten des Bistums Oppeln lädt dazu ein. Die Feierlichkeiten auf dem St. Annaberg starten um 10 Uhr mit einer Gebets- und Gedenkstunde. Um 11 Uhr beginnt der Festgottesdienst, den der Oppelner Bischof Andrzej Czaja und sein Gast, der Erfurter Bischof Dr. Ulrich Nehmeyer, leiten werden. Im Anschluss wird um 13 Uhr am Pilgerheim von St. Annaberg das Gesangsfestival der Kinder- und Jugendgruppen Leschnitz 2023 stattfinden. Das war's bei Schlesienjournal für heute. Uns gibt es wieder in einer Woche. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.